wahrscheinlich würde ich da nicht mehr leben, wenn ich mich entschieden hätte, Musiker zu werden. Das ist Widerstandskampf, das ist nicht Songwriting. Dass die Jungs auch auf die Straße gegangen sind für die Frauen, das fand ich sehr, sehr gut. Ich bin Shanli Anwar. Ich war gerade mal ein Baby, 40 Tage alt, als meine Eltern aus dem Iran fliehen mussten. Und in diesem Cosmo-Video-Podcast spreche ich eben immer mit zwei Menschen, die auch Iran im Herzen haben. Das muss nicht unbedingt biografisch sein. Wir wollen immer über einen Aspekt der revolutionären Bewegung in Iran sprechen und starten mit der Rolle von Musik, Film, Kulturszene. Wie wirken die eigentlich auf diese Frau-Leben-Freiheit-Bewegung in Iran? Bei mir ist Schauspielerin, Sängerin Yasmin Chakri, schön, dass du da bist. Und Rapper Kool Savas, der manchen auch eher als King of Battle Rap bekannt ist. Schön, dass ihr da seid. Okay. Und als erstes starten wir immer mit der Frage, so, was ist eure Verbindung zum Iran? Vielleicht du, Yasmin, zuerst. Familiär ist meine Verbindung natürlich sehr ausgeprägt, weil meine Eltern beide aus dem Iran stammen. Ich habe viele Freunde. Iranischstämmige Freunde und bin eigentlich einfach lediglich menschenrechtlich reicht es schon, um irgendwie ja, Iran im Herzen zu haben. Du bist ja in Berlin geboren und sprichst vom Leben wie so eine Art Lotterie und das Lotterielos der Freiheit, von dem hast du mal auch geschrieben, das dich getroffen hat, dass du eben in Berlin auf die Welt gekommen bist und auch da aufgewachsen bist. Es gibt genug Menschen gerade, die versuchen zu suggerieren, dass es irgendwie gerade hier keine Demokratie mehr sei oder wir in einer Diktatur leben würden oder was auch immer. Und ich bin mir jeden Tag aufs Neue darüber bewusst und im Klaren, dass ich im Lotto gewonnen habe und das mehrfach. Ich bin einfach in einer Phase in Deutschland geboren und aufgewachsen, wo es keinen Krieg gab. So, also ein paar Jahrzehnte zurück und wir haben einen der größten Genozide der Menschheitsgeschichte irgendwie auf der Uhr. So. Und jetzt ist es, keine Ahnung, da haben viele gerade wieder Bock drauf, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir gerade in einer sehr guten Zeit gelebt haben, die letzten 44 Jahre. Nochmal zur Frage Verbindung zu Iran. Wie sieht es bei dir aus, Savas? Ich habe eine Iranerin geheiratet und ich hatte davor nicht so viel mit Iran zu tun. Ich hatte, glaube ich, einen iranischen Freund, aber wusste auch nichts über die Kultur, wusste nichts über die Menschen. Und natürlich dadurch, dass ich in eine iranische Familie reingeheiratet habe und unser Sohn jetzt auch halb Iraner ist, ist klar. Iran trage ich jetzt im Herzen, ne? Ganz klar. Ich war auch schon mal dort, 2 Wochen, und da habe ich so angefangen, das kennenzulernen, das Leben im Iran und die Menschen. War auch teilweise sehr verwundert. Und worüber warst du verwundert? Verschiedene Sachen, ne? Diese Höflichkeitsformen und so weiter, das Taruf und so weiter, so wie das alles gemacht wird, wie man miteinander redet, wie man miteinander umgeht. Wie das ist, wenn man Menschen besucht, was da alles passiert, wie viel Essen gemacht wird. Und ich dachte mal, ja, das ist total ähnlich wie bei den Türken oder vielleicht aber wie bei den... Aber punkto Essen, es ist doch eine Parallele, dieses viel Auftischen, wenn Gäste kommen. Ja, aber bei den Iranern wird das schon nochmal anders zelebriert, ne? Also die Leute ziehen sich besonders gut an und das wird alles besonders, ja, prunkvoll dargestellt und dann wird auch viel erzählt und also so war das zumindest im Iran. Und da gibt es bestimmt auch Unterschiede, aber auch im Taxi, wenn man dann angeblich nicht bezahlen soll. Ne? Das waren so Sachen, die waren für mich ungewöhnlich irgendwie. Aber jetzt habe ich das immer mehr. Also gestern zum Beispiel habe ich Rollmusabsi gegessen. Meine Schwiegermutter kocht das immer vegetarisch für mich extra. Hammer. Also ich kenne die Gerichte, ich kenne die Küche und bin jetzt auch irgendwie ein Teil der iranischen Community in Berlin bis zum gewissen Maß. Manche könnten so meinen, es ist vielleicht auch ironisch, wenn wir mit einem Rapper zu Frau, Leben, Freiheit sprechen, der vor allem in den Anfängen seiner Karriere so ein bisschen auch den Vorwurf immer gehört hat, frauenfeindliche Texte und so weiter, wobei diese Zeiten liegen ja zurück lange. Man hört ja raus, du bist Familienmensch, es ist mittlerweile anders auf jeden Fall. Und wir wollen eine Rap-Zeile von dir mal rausgreifen, die auch lange her ist. 2005 hast du in All for One in Bezug auf Deutschland gerappt. Wenn du gehst und wählst, das ist wie wählen zwischen Krebs und AIDS. Und die so ein Diss, das war damals, glaube ich, noch Rot-Grün, gegen die Regierung. Für so eine Rap-Zeile kannst du in Iran ins Gefängnis kommen. Mhm. Also wenn du regimekritisch, das ist ja eindeutig regierungskritisch, dich äußern würdest. Wie siehst du das? Ja, das sind Sachen, die mir
jetzt eigentlich erst so klar werden. Ne? Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr linkspolitisch, meine Eltern sind Sozialisten, die sehr linkspolitisch immer gearbeitet hatten, wo das immer ein Thema war irgendwie. Und meine Eltern waren immer sehr systemkritisch bis zu feindlich teilweise. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen geändert, ne? Das hat sich alles so ein bisschen relativiert. Aber klar, also gerade am Beispiel von Tomasz, wenn man sieht und die anderen Musiker dort, so wie du gesagt hast, wenn man sieht, was die dann durchmachen müssen in dem Moment, wo sie kritisieren und wo sie ihren Mund aufmachen und einfach für die simpelsten Menschenrechte einstehen, das ist natürlich Wahnsinn. Ich verstehe das, dass wir hier absolut privilegiert sind und dass wir glücklich sein können in so einer Situation, dass wir überhaupt hier an diesem Tisch sitzen dürfen und darüber sprechen können. Über den Rapper Tomasz sprechen wir nachher auf jeden Fall nochmal und hören auch rein in einen seiner Tracks. Erstmal die Frage, was glaubst du, wenn du jetzt in Iran wärst und überlegen müsstest, so, ich bin Rapper, worüber rappe ich eigentlich? Also Regierungskritik geht nicht. Dann, du hast es schon angesprochen, Vegetarier seit 30 Jahren, also Tierschutz beispielsweise, was ja auch thematisch in deinen Rap-Songs teilweise vorkommt, ist auch schon fast zu politisch im Iran. Sexuelle Sprache müssen wir gar nicht drüber reden. Was würdest du für Themen aufgreifen, wenn du im Iran rappen würdest? Wahrscheinlich würde ich da nicht mehr leben, wenn ich mich entschieden hätte, Musiker zu werden. Ich meine, selbst ein Musiker wie Andy, mein Schwager ist ein großer Fan von ihm und ich durfte ihn kennenlernen und selbst der lebt ja in L.A., weil er im Iran nicht performen darf, weil er nicht auftreten darf und der macht ja einfach nur Popmusik. Also mit großer Wahrscheinlichkeit würde ich dann da auch nicht mehr leben. Das wäre einfach viel zu riskant. Deswegen gilt mein Respekt den Musikern, die da stehen und wirklich die Sachen thematisieren und wirklich die Eier haben, da trotzdem den Mund aufzumachen. Jasmin, bei dir ist es so, wenn wir jetzt überlegen, ne, Sängerin, Frau auf der Bühne singen, ist auch nicht im Iran. Schauspielerin, da könntest du im Iran in Filmen mitspielen, wo es eine lange Prozedur gibt, dass man eine Genehmigung kriegen muss von einer staatlichen Zensurbehörde. Das kann manchmal ewig dauern, bis es soweit ist. Kannst du dir das auch irgendwie, diesen Gedanken, wäre ich eigentlich Kulturschaffende, wenn ich im Iran aufgewachsen wäre? Kommt das bei dir auch manchmal vor? Ich frage mich das als Journalistin selbst manchmal, ne? Also als Journalistin im Iran ist auch eine Nummer. Allein wenn du ein Foto machst von trauernden Eltern, das ist ja bei Gina Mahsa Amini der Fall, da wurden ihre Eltern im Krankenhaus, wie sie sich umarmen, fotografiert und das ist schon mit ein Grund, warum eine Journalistin im Gefängnis ist. Also wie siehst du das als Kulturschaffende? Also ich wüsste nicht, wie die Laufbahn, die ich gegangen bin über die letzten Jahrzehnte, so, das hat so einen Freiheitsstempel drauf. Durch die Möglichkeiten, dass ich gar nicht sagen kann, es wäre dort genauso gelaufen oder sowas. Also ich bin mir nicht sicher, was aus mir geworden wäre, wenn meine Eltern dahin zurückgegangen wären. Weil ich bin hier geboren, weil sie während des Studiums dann hier waren und ich bin hier geboren und dann nicht mehr zurückgegangen sind, weil ich im Jahr der Revolution geboren wurde. Als die Mullahs quasi an die Macht kamen, 1979. Ja. Und obwohl Kultur im Iran so unter Druck steht, ist eben die Kulturszene dennoch stark, positioniert sich jetzt auch in dieser revolutionären Bewegung. Was glaubt ihr, welche Rolle haben eben Rap, Musik, Film, alle verschiedenen Kulturformen, eben auch für den Ausbruch der Proteste, aber auch so als Motor, dass es das weitertreibt? Ich glaube, ganz hohen Stellenwert, ne? Also dieser Song Baraye zum Beispiel, das ist ja durch die ganze Welt gegangen. Der hat ja so viele Menschen bewegt. Ich meine, Coldplay standen auf der Bühne und haben das gesungen. Das ist ja unvorstellbar normalerweise. Also die Kultur findet eine Ebene, wo sich alle drauf einigen können, wo alle sagen können, ah, das verstehe ich jetzt, das fühle ich für den Moment. Das ist nicht komplex, das geht ganz schnell. Das kannst du innerhalb von ein paar Minuten, kannst du das dem Menschen irgendwie ein Gefühl vermitteln, wo man sonst sich hinsetzen müsste und vielleicht entweder irgendwie was mit zu tun haben müsste oder wo man recherchieren müsste, um das zu verstehen. Aber auf zum Beispiel auf einer musikalischen Ebene ist so ein Gefühl wie Empathie lässt sich ganz schnell auslösen. Daher, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Motor. So kondensiert, auch in so 3 Minuten, ja. Wenn man so viel, also bei Baroye als Beispiel, wenn du einfach die Tweets der Bedürfnisse der Menschen zusammenfasst und als Lyric rausbringst, dann ist es so,
hast du in 3 Minuten all das, wofür es sich zu kämpfen lohnt, irgendwie zusammengefasst veröffentlicht. So. Und das ist halt, da kommt halt keine politische Rede gegen an irgendwie. Das, der Song an sich ist ja schon so ein Schlag ins Gesicht gewesen, allein durch den Erfolg, den er hatte. Total, es ist ja auch wirklich eine Aufzählung von lauter kleinen Momenten, die so diese Sehnsucht nach normalem Leben ausmachen, genau, bei Baroja. Also vom Tanzen auf der Straße, sich küssen können ohne, ja, Angst. Umweltschutz. Alles. Umweltschutz, alles wird aufgezählt. Und dann bekommt er auch noch einen Grammy für eine neu geschaffene Kategorie. Bester Song für sozialen Wandel hat er bekommen. Genau. Und man hört so raus, es ist eine zweifache Wirkung fast. Also einmal eint er die Menschen im Iran, die können sich alle dahinter stellen. Und auf der anderen Seite, wie du beschrieben hast, im Westen wird plötzlich der Iran anders wahrgenommen, mhm, mit so einem Song. Wie siehst du das, Savas? Wie hast du diesen Song wahrgenommen in den Anfängen, auch in der Familie deiner Frau, wie der angekommen ist? Ich habe den auch über Insta das erste Mal gehört. Ich habe da auf jeden Fall auch schon ein Tränchen verdrückt, auf jeden Fall so. Vor allen Dingen die Bilder, ne, zum Beispiel von der Demonstration in Berlin, wo ich auch war, und dann habe ich im Nachhinein dann Bilder gesehen, wo ein Mädel, wo sie sich geschminkt hat mit Blut im Gesicht und den Song mitgesungen hat, oh, und wo du gemerkt hast, Vater, boah, ne? Ja, genau, ja, oh, wo du dachtest, boah, krass, das ist, da fühlst du zu 100% den Schmerz. Und also ich wusste nicht mal, dass er einen Grammy bekommen hat für den Song. Finde ich richtig, weil für mich ist das so, nach We Are The World würde ich sagen, echt der Song, der, glaube ich, so sozialpolitisch am meisten Impact hatte in irgendeiner Form. Das war die Kategorie Best, das erste Mal gab es die Kategorie bei den letzten Grammys, Best Song for Social Change. Mhm. Und absurderweise ist halt auch so ein krasses Ding gewesen, hat die First Lady, Frau Biden, hat die Kategorie verlesen, weil er ja nicht zugegen sein konnte, mhm, und hat ihn sozusagen verliehen, was ja an sich schon nochmal so eine krasse Messerspitze ist, wenn du halt sagst, irgendwie so, wir lassen extra die First Lady Baroje, also Sherwin, yeah, den Award verleihen. Das ist halt natürlich auf vielen Ebenen ein Statement und auf jeden Fall eine Ansage ans, mhm, Regime. Hatte jetzt nicht die Konsequenzen daraus gehabt, die man sich gewünscht hätte, aber es war auf jeden Fall kurz ein Signal. Und auch beim Baroje-Sänger Shevin Hodjipur war es ja so, er wurde kurzzeitig festgenommen, nachdem der Song rauskam, er wurde wieder freigelassen. Anders ist das beim Rapper Too Much, den du schon erwähnt hast. Der hat vor 3 Jahren schon einen Song rausgebracht, wo er so in Richtung Helfer des Regimes gerappt hat und gesagt hat, sucht euch schon mal ein Versteck. Ich übersetze mal mit Rattenloch dieses Versteck. Euch zu verstecken, wenn dann die Zeit der Revolution kommt. Und als dann die Proteste im September losgegangen sind, von einem Jahr, hat er, Thomas war auf der Straße dabei, hat Insta-Videos gemacht, hat noch einen neuen Rap-Song rausgebracht, Medune Jange, wo er eben über den Kriegsschauplatz spricht, dem man sich anschließen soll. Und da sind dann auch Bilder der Proteste mit drin vor einem Jahr. Wir schauen einen Ausschnitt mal. میدون جنگ از هر رنگی هستی بیا که بدون تو یه خونه لنگه میدون جنگ بیا که وقت تاختن تو دل دشمن بدون ترسه میدون جنگ دارا و ندار از هر قوم و تبار مثل فشنگ قطار میدون جنگ تیغه شمشیر عشق شهامت و زین کن و جنس سپر وفا. Also Too Much fordert im Grunde, schließt euch dem Kampf an, Farbe bekennen, sagt er, keine Angst haben vorm Feind. Wir sind hier für die Revolution. Sehr deutliche Worte. Und seit über 10 Monaten ist Tomasz in Haft wegen eben dieses regimekritischen Textes. Erst drohte ihm die Todesstrafe, dann hieß es jetzt Hafturteil 6 Jahre Gefängnis. Man weiß in diesem Regime aber natürlich nicht, was noch so passieren kann. Wir wissen, dass er gefoltert worden ist. Das hört man von seiner Familie. Und ja, Jasmin, so ein Protestsong, wenn du den raushaust, dann weißt du ja eigentlich im Grunde schon, dass das vom Regime nicht toleriert werden kann und dass das harte Konsequenzen haben kann. Also eigentlich macht es dann ja irgendwie sprachlos. Kann man das überhaupt noch Mut nennen? Es ist auch nicht so, dass Menschen wie Tomasz nichts mehr zu verlieren hätten. Du kannst im Iran, wenn du den Mund hältst, kannst du durchaus, und in bestimmten Regionen kannst du durchaus leben. Du kannst existieren. Es gibt Leute, die gehen zur Arbeit, gehen nach Hause und das war's. Dann ist der Tag durch, aber sie haben ihr Leben gelebt, sozusagen. Sich mit den Umständen nicht zufrieden zu geben, mit dem Angebot, diesem miserablen Angebot der Unfreiheit zufrieden zu geben und
sich in Gefahr zu begeben, ist eine Ebene, die den Eigennutz komplett verlassen hat. Es ist einfach ein Gerechtigkeitssinn, der den meinen wahrscheinlich bei weitem übersteigt, weil irgendwann muss ja es irgendeine Instanz geben, die auch zum Schutz der eigenen Familie, da muss irgendwie eine ganze Familie der Meinung sein, dass das, was er da tut, ist ja, geht ja über die Songs hinaus. Er macht ja Aufrufe, er geht auf die Straße. Das ist Widerstandskampf, das ist nicht Songwriting. Danke. Also ich glaube, es gibt so bestimmte Formen des Widerstandes in der Kunst, die wir immer wieder so in autoritären Regimen sehen. Also wenn wir jetzt in der deutschen Geschichte zurück überlegen, gab es das auch in der DDR. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Heimat von deinem Vater überlegen, Türkei, gibt es das da ja auch immer wieder. Thomas, wie siehst du da? Thomas, sag ich schon, sorry, Savas. Wie siehst du diesen Punkt? Also Jasmin hat es auf den Punkt gebracht und ich kenne das so eigentlich nur von meinem Vater, ohne das jetzt unbedingt vergleichen zu wollen, aber so habe ich das wahrgenommen, weil ich habe meinen Vater immer gefragt, wie er die ganzen Jahre im Gefängnis und vor allen Dingen die Monate unter Folter, wie er das überstanden hat. Und bei ihm war es so, mein Vater ist so der disziplinierteste Mensch, den ich kenne und der glaubt einfach zu 100%, das, woran er glaubt, da steht er auch 100% hinter. Und das ist das Ding, sein eigenes Leben bereit sein zu riskieren und vor allen Dingen auch zur Not wirklich auch zu verlieren, da musst du von der Sache zu 100% überzeugt sein. Und ich weiß auch nicht, also wie man überhaupt an den Punkt kommen kann, ne? Weil ich denke auch, ich könnte das nicht, daher, also ich bewundere das. Das ist halt so, das ist ein ganz anderer Weg. Das kann man sich, glaube ich, auch aus so einer Situation heraus, in der wir uns jetzt befinden, eigentlich gar nicht nachvollziehen. Das könnte man wahrscheinlich erst in dem Moment in so einer ganz krassen Ausnahmesituation, wo es so um die Familie geht. So wie wenn Väter sagen, also ich sage das ja auch, wenn es um mein Kind gehen würde, würde ich töten in dem Moment. Aber das ist ja etwas, wo man normalerweise im Leben im Bestfall nicht hinkommt. Mhm. Nur zum Verständnis wegen deines Vaters. Du warst fast 6 Jahre alt, dann wart ihr in der Türkei. Deine Mutter ist deutsch, aber sie hat eben mit deinem Vater in der Türkei gelebt. Und dann wurde er festgenommen. Er war 5 Jahre im Gefängnis. Genau. Du hast ja schon die politische Richtung links. Das war kurz nach dem Militärputsch in der Türkei. War im Gefängnis und ihr seid dann schnell aber nach Deutschland quasi ausgereist. Genau. Und du hast deinen Vater 5 Jahre nicht gesehen. Und was war nochmal so genau der Grund, warum sie ihn festgenommen haben? Meine Eltern waren halt aktiv, ne? Linkspolitisch aktiv, organisiert. Und mein Vater hatte auch eine Druckerei, wo auch linkspolitische Schriften vervielfältigt wurden und gedruckt wurden. Und wurde dann von einem Mitarbeiter von sich verraten und ist dann daraufhin halt ins Gefängnis gekommen. Und meine Mutter und ich sind dann schnell geflüchtet. Und du hast es eben jetzt so in einem Halbsatz gesagt, er wurde gefoltert. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das in der Familiengeschichte mit drin hat, dass man weiß, der eigene Vater wurde gefoltert, das war vielleicht auch Thema in der Familie, man hat auch mal drüber geredet. Nimmst du dann diese Geschichten aus dem Iran anders wahr? Weil leider Gottes, müssen wir sagen, hören wir aus dem Iran ja auch sehr viel grausame Sachen aus dem Gefängnis. Also die Formen der Folter sind ja auch hin ins sexueller Missbrauch, alles Mögliche. Also ich glaube schon, wenn man selber durch so eine Geschichte traumatisiert wurde, dass man auf jeden Fall da eine andere Form der Empathie für hat. Das Problem ist natürlich, wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo du musst nur einmal auf Twitter gehen und du siehst, wie jemand erschossen wird, abgestochen wird. Wir sind schon alle sehr abgestumpft, glaube ich. Ein Großteil der Gesellschaft ist sehr, sehr abgestumpft für gewisse Nachrichten und für gewisse Impulse und Eindrücke. Und man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Also wir wissen, wegen was die Leute hier meckern und abgefuckt sind, aber das berührt mich schon. Wenn ich weiß, da sind junge Frauen, junge Männer, Mädchen, Jungs sind da oder auch ältere Leute, die Väter und Großeltern von Menschen werden inhaftiert, gefoltert und so weiter, das ist das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also ich versuche das dann nachzuempfinden, aber das sind halt. Allein ein Jahr unter solchen Umständen, das ist ja eine Ewigkeit. Also ich weiß, wie lange mir diese 5 Jahre vorkamen und was das dann auch für eine Auswirkung auf die ganze Familiengeschichte dann hat, diese Traumata, die weitergegeben werden. Ne? Hm. Wolltest du noch dazu dich? Ich habe dich, glaube ich, eben kurz unterbrochen. Nee, aber es war bezogen auf Thomas, ist es so, dass man wirklich, wenn man die Frage sich selber auch immer wieder stellt, weil man sich selber so feige vorkommt, wenn man so einen Menschen wie Thomas als
sich als Vorbild nimmt, dann steht man halt da und denkt sich so, boah, du denkst über bestimmte Sachen, über Schritte, die du machst als in der Diaspora, denkst du vielleicht mal drüber nach, ob du dann jetzt noch irgendwie in den Iran fahren könntest, ob du vielleicht als politische Aktivistin in der Türkei vielleicht gerade nicht sicher wärst oder so. So eine macht sie so absurde Gedanken und merkst dann, dass die Angst, die sie auch auf dich ausüben wollen, den Druck und sie wollen ja genau diese Lähmung in dir erzeugen, das Regime. Aber dass du so dir bei so einen Sachen Gedanken machst und dann hast du so ein Too Much da stehen und dann kriegst du eigentlich deine Antwort dafür, dass es nur einen Nelson Mandela gibt und nur einen Muhammad Ali und nur einen Gandhi oder sowas. So, es gibt so Koryphäen, so Figuren, die bereit sind, sich für die größere Sache hinzustellen und den Kopf hinzuhalten am Ende des Tages. Mhm. So, und auch mit Freiheit zu bezahlen. Und er ist einer davon, ganz klar. Und das Spannende ist aber auch, dass es so vielfältig ist, also dieser kulturelle Protest. Also es geht los, beispielsweise haben wir gesehen, Tänzerinnen, junge Frauen in einem Tiraner Stadtteil, Ekbatan, die dann zu einem Afrobeat-Sit, Calm Down von Rema, getanzt haben, eine Choreo gemacht haben, das ging irgendwie um die Welt, wurde nachgeahmt. Es gibt richtig performative Kunst, wo Leute zu einem Brunnen gehen, das Wasser rot färben, dass es irgendwie die Assoziation von Blut hat. Es gibt beispielsweise auch berühmte Schauspielerinnen, so in der Liga Angelina Jolie muss man sich die vorstellen. Tarane Ali Dusti beispielsweise, die ihr Kopftuch abgelegt hat bei Insta, Frau Leben Freiheit in die Kamera hält auf einem Stück Papier, dafür ins Gefängnis gekommen ist, paar Wochen wieder raus. Und denen droht ja auch Berufsverbot. Klar. Schauspielerin vor allen Dingen wird das jetzt deutlich gemacht, wenn ihr das Kopftuch nicht aufsetzt. Also es gibt diese total verästelte, vielfältige Art in der Kulturszene immer wieder sozusagen, wir machen so nicht weiter. Es gibt sogar auch Bewegungen hin zu sagen, wir wollen uns dieser Zensur, die es auferlegt ist, widersetzen und so weiter. Was ist euch noch so an Protesten, Bewegungen aufgefallen? Kleine Aktionen, die im Kopf geblieben sind in der Kulturszene? Also das ist jetzt vielleicht nicht Kultur im großen Sinne, aber ich habe zum Beispiel dieses Video gesehen, wo ein Mädel, ein junges Mädchen rumläuft und den Leuten, glaube ich, Bonbons schenkt. Und ich weiß nicht warum, aber ich fand das krass. Also das ist jetzt, die Frage ist, wie groß ist der Gedanke dahinter? So, und das ist jetzt nicht schwer in dem Sinne, das umzusetzen, aber das war trotzdem stark, so, weil du hast immer so eine Reaktion der Menschen bekommen und du hast auch gesehen, sie ist auch zu vielen Mädels gegangen, die auch kein Kopftuch hatten, aber auch Mädels, die auch Kopftuch hatten. Also es war irgendwie... Und dann diese Geste, du hast die Faust und genau, dann sagst du so nach dem Motto, genau, gegen meine Faust und dann gebe ich dir das genau, Bonbon, so reichst du das fand rüber. Ich stark irgendwie, ich weiß nicht warum. Also das, ich erinnere mich daran, also... Das war auf so vielen Stufen. Jeder hat daran mitgemacht. Und was mich besonders berührt hat, das ist jetzt nicht Kultur oder Kunst, sondern dass die Jungs auch auf die Straße gegangen sind für die Frauen. Ne? Und das fand ich sehr, sehr gut. Ganz junge Männer und dass sie gezeigt haben, nee, wir machen da nicht mit. Ne? Also die hätten theoretisch auch sagen können, naja, solange es nicht um meine eigene Schwester oder Mutter geht, juckt mich das nicht. Und es ist ja eigentlich ganz bequem, in einem System zu leben, wo der Mann mehr oder weniger vielleicht alles entscheiden kann. Aber das fand ich sehr gut. Jasmin, hast du noch irgendeine Aktion, die dir so im Kopf geblieben ist? Dieses konstante Aufbegehren der Balutschen in ihrer Region. Ganz, ganz krass. Streikenden Arbeiter, Metall, Industrie und so weiter. Menschen, die nichts verdienen, die ihre Familien ernähren mit einem Hungerlohn. Auf diesen Hungerlohn zu verzichten und zu sagen, ich gehe auf die Straße, ich lege die Arbeit nieder, um die Wirtschaft zu schwächen. Das rührt mich so zu Tränen, weil man wirklich man braucht sich nur die Freunde mit Migrationsgeschichte angucken und man weiß, dass die Hälfte des Freundeskreises bei Siemens am Fließband gearbeitet hat. Auch für damals, für ein Apfel und ein Ei. So. Das ist einfach so, das ist so schwere Arbeit teilweise. Und dann zu sagen, ich verzichte drauf, weil wir müssen irgendwas in der Industrie bewirken, wir müssen diese Wirtschaft schwächen, wir müssen den Mullahs irgendwie das System, Einfluss auf das System nehmen. Dann ein Mensch, der in seinem Kiosk entscheidet, ich möchte, wenn ihr hier reinkommt, tanzen, dann gebe ich euch Milch umsonst. Und dann hat er diese Kamera da oben und die Menschen kommen tanzend rein, weil sie die Milch haben wollen. So, das ist so. Und das ist einfach, das geht dann viral und dann ist der Laden zu. Und dann stehen aber trotzdem die Leute draußen
und kaufen von dem Typen dann vielleicht vor der Tür noch irgendwie Sachen, weil sie genau diesen Mann unterstützen wollen, der diesen Laden hatte. Das rührt mich so krass. Also das ist eine Form von Solidarität, die wirklich im Iran sehr groß ist. Und es gibt eben auch Formen von Solidarität von Deutschland auskommend, von außen auskommend oder international gesehen, aber wir blicken auf Deutschland. Ist das so? Wir wollen ein Beispiel rauspicken. Also relativ früh, schon 2 Monate nach den Protesten, hat Savas geschrieben auf Insta, die Story gemacht, so nach dem Motto an die Kolleginnen im Rap-Game, an die Kollegen, Empathie, Solidarität für Tomatsch, speziell auf den Rapper auch hingewiesen, so, das ist das Mindeste, was wir tun können, hat es so geschrieben. Und du hast auch bei einer weiteren Solidaritätsaktion mitgemacht, wo verschiedene Rap-Artists dabei waren, Rap for Azadi. Auch da gucken wir kurz rein. Sie haben mich zu einem Geständnis gezwungen. Ich wurde wegen Korruption auf Erden verurteilt. Anklage Krieg gegen Gott. Sie sagen, ich bin gegen ihr System. Ich habe nur die Wahrheit gerappt. به زنان در زندان‌های ایران تعرض و تجاوز جنسی می‌شود. Ich habe im Knast starke Beruhigungsmittel verabreicht bekommen. Also an dieser Stelle einmal danke an Regisseur Omid Mirnur und auch an den Produzenten dieses Clips, Rapper Bastard ist das, Bastard, dass wir das Video zeigen dürfen. Es war auch wie so eine Art Nowruz-Geschenk, also zum persischen Neujahrsfest kam es raus, 21. März. Und es war so, ja, ein gemeinsames Zeichen setzen gegen Unterdrückung der Menschen in Iran. Und mit dabei waren auch Peter Fox, Rata, Cello und Abdi waren dabei. Wir haben auch gesehen, sie ist based in Schweden, hat iranische Roots, Justina oder auch Sugar MFK ist dabei gewesen und eben auch Kool Savas. Erstmal kurz an Jasmin, hast du das mitbekommen, diesen Clip? Hast du das wahrgenommen? In der Flut der Dinge, die du alle... Ich darf es gar nicht erzählen, ich war Teil dessen. Ach, das wusste ich und nicht. Und habe mir da so 4 Stunden Wolf gelabert und dann habe ich dann einen Anruf bekommen, dass das leider nicht verwendbar war. Oh no! Ja, aber es ist okay. Ich habe dann gesehen, dass alles, was ich da so in 4 Stunden gefaselt habe, Savas in 2 Minuten kondensiert hinbekommen hat. Deswegen war ich ganz froh, dass ich da nicht dabei war. Aber ich finde es spannend, dass du sagst, du wärst beinahe dabei gewesen, weil weißt du, was schon auffällt? Also erstmal cool, dass du das mitgemacht hast, Savas, weil es fällt auf, wir haben ja viele iranischstämmige Rap-Artists, Musikschaffende, die, ich sag jetzt einfach mal ohne Namen zu nennen, jetzt nicht zu sehen sind in diesem Clip. Mit dabei ist eben Justina, die in Schweden, Justina, die da in Schweden based ist und dann eben auch Khatar ist dabei. Ich weiß nicht, können wir mutmaßen, woran liegt das? Ich glaube, dass die Künstler, die iranischstämmigen Künstler in Deutschland, dass die glauben, dass wenn die sowas unterstützen, dass sie... wahrscheinlich fühlt es sich für sie so an, als wäre das eine Islamkritik. Und weil sie vielleicht ein Umfeld haben, wo es viele Moslems gibt, glauben sie, das wird insgesamt als Kritik am Islam wahrgenommen. Was ganz ja überhaupt nicht der Fall ist. Überhaupt nicht der Fall ist. Und ich würde mich zum Beispiel niemals für sowas instrumentalisieren lassen. Weder gegen das Christentum, noch gegen den Islam, noch gegen das Judentum. Ich würde mich niemals hinstellen und eine Religion verteufeln oder angreifen. Es geht ja wirklich hier darum, es geht um Ungerechtigkeit Menschen gegenüber. Und das muss man verstehen. Und das ist pro Menschen und nicht kontra einer Religion oder irgendetwas. Es geht hier um den Missbrauch der Religion. Also, dass im Namen der Religion halt irgendwie Kinder erhängt werden, dass Menschen aufwachen mit dem Gesang des Muezzin und den assoziieren mit der nächsten anstehenden Hinrichtung, weil es zeitgleich passiert mit dem Morgengesang und so weiter. Ich kenne kaum einen iranischen Jugendlichen oder kurdischen Jugendlichen, der irgendwie sagt, der den Muezzin-Gesang hat und nicht zusammenzuckt. Ich will noch erwähnen, dass bei dieser Solidaritätsaktion ging es ja auch noch um 2 weitere Rapper, nicht nur um Tomatch, sondern auch um Salman Yassin, der sich
vor kurzem in einer Sprachnachricht aus der Haft gemeldet hat, wo er berichtet von Folter, dass er Zwangsgeständnisse ablegen soll, dass er keinen Anwalt bekommt, dass ihm Drogen verabreicht worden sind. Und ganz aktuell heißt es, dass er auch in ein anderes Gefängnis verlegt worden sei. Und man wüsste jetzt aber nicht, wo. Das ist immer ein sehr... Gestern, ganz aktuell. Wobei ich sagen muss, wir zeichnen am 4. September auf, aus Termingründen. Das wollten wir sowieso, werden wir auch einblenden. Also es ist keine... Es ist nur mal die Zeiten, weil weiß man auch nicht, was in den nächsten Tagen so passiert. Vor dem Jahrestag ist wichtig zu sagen, dass wir aufzeichnen. Es gibt noch einen dritten Rapper, der allerdings jetzt seit April freigekommen ist. Berat Ali Kenari. Jasmin, du hast dieses Jahr den Deutschen Filmpreis moderiert und dann eine Eröffnung gemacht, gesungen am Anfang. Saal voller Filmschaffenden aus Deutschland, so alle, Who is Who war da. Und da hast du dann gesagt, es ist wichtig, was ihr sagt, weil ihr noch eine Stimme habt. Woanders sitzen sie im Knast für genau das, was ihr macht. Nimmt kein Blatt vor den Mund, wir sind nicht in der Politik. Sie reden nur von Frieden, hinterrücks führen sie Krieg. So, und noch weiter ging es natürlich. Da ist ja ganz deutlich auch nochmal dieser Wunsch formuliert nach solidarischer, lauter Kulturszene, auch von Deutschland aus. Hast du Reaktionen bekommen an dem Abend, dass jemand kommt und sagt, okay, was kann ich tun? Ich war wirklich bombardiert worden mit den tollsten Komplimenten, auch von Seiten von Kollegen und Kolleginnen. Aber mir bringt am Ende des Tages die Lobhudelei auf Jasmin Shakeri gar nichts. Die bringt mir nichts, weil das, was warum man so einen Text formuliert, und ich hoffe, das hat sich transportiert und darin liegt dann wahrscheinlich auch das Kompliment und das gute Feedback, ist, dass man vielleicht auch gemerkt hat, dass mir das wirklich wichtig ist. Und wenn du dann halt sagst, das hast du toll gemacht, dann ist doch aber meine Aufforderung trotzdem Verhalt. Also wenn ich sage, nehmt kein Blatt vor den Mund, wir sind nicht in der Politik, sie reden nur von Frieden, hinterrücks führen sie Krieg, dann sage ich, bitte äußert euch dazu. Das heißt, ihr müsst mir nicht sagen, wie toll ich bin, wenn ihr euch dann nicht äußert. Ich kann auch mit dem Kompliment gar nichts anfangen. Also das ist das, womit ich zu kämpfen hatte, wo ich gesagt habe, okay, es ging ja eigentlich gar nicht um mich in dem Text. Gar nicht um mich. Nicht nur eigentlich nicht. Damit kämpfe ich. Weil ich hätte mich mehr gefreut über, okay, ich habe das jetzt gehört. Ich habe dich gehört. Was würdest du mir raten, wie soll ich mich jetzt da, wie kann ich mich dazu positionieren, wo kann ich mitmachen? Das wäre was gewesen. Hätte man sich die 150 E-Mails da auch sparen können und eine, wo jemand fragt, wie er das Thema Iran, Afghanistan, was auch immer, einbinden kann in seine Öffentlichkeitsarbeit. Keiner. Man muss zu Recht sagen, ganz am Anfang, als es losging mit den Protesten, da gab es einen offenen Brief, dem sich 600 oder über 600 Kulturschaffende angeschlossen haben in Deutschland. Und da war zum Beispiel Caroline Ehmke mit dabei, Max Czolek, Iris Berben, Fatma Aydemir. Und die dann gesagt haben, wir solidarisieren uns mit den, vor allem hieß es da, Frauen im Iran. Wir sehen euch, wir sehen euren Protest. Aber es waren auch die ganzen Menschen gemeint. Und dann, jetzt hat es so, es ist so abgeflacht, ähnlich wie die Menschen im Iran nicht mehr so auf die Straße gehen und der Protest hat sich verlagert. Ist es hier dann auch abgeflacht? Ist da so eine Verbindung vielleicht? Du musst dich nicht für Iran entscheiden. Du musst dich nicht dafür entscheiden, für Iran eine Stimme zu geben. Aber gar keine Stimme zu sein für gar nichts. Wenn Savas seit 30 Jahren Vegetarier ist, das hängt er ja auch nicht jeden Tag irgendwo. Aber es ist immer inhaltlich, also jeder, der sein Fan ist, weiß das. Das macht was mit den Menschen, es inspiriert viele. Mich hat es inspiriert. Ich fand es toll, weil ein Mann muss Fleisch essen und dann kommt halt ein Mann und isst keins. Mhm. Das macht was mit den Menschen und mit der Psyche und der Wahrnehmung so. Und dann einfach, ich glaube, dass die Bereitschaft, eben nicht anecken zu wollen, also diese Angst anzuecken, die ist immer noch so groß und nicht nur auch in einem Rap-Game, sondern auch wirklich auch in der Schauspielbranche und so. Die ist noch so groß, dass man denkt, man sei vielleicht nicht mehr tauglich für Mainstream, wenn man dann irgendwie auf eine Weise sich zu sehr politisiert oder so. Es gibt so ein Beispiel aus der
aus dem Internationalen heraus, Solidarität in der Filmwelt, und zwar also US-Kultregisseur Martin Scorsese, der hat sich jetzt mit einem iranischen Regisseur oder für den stark gemacht, hat eine Petition für Said Rustaui veröffentlicht und gesagt, hey Leute, unterschreibt das. Und dann hat direkt sein Regiekollege Francis Ford Coppola das auch geteilt. Das ist ganz süß, wie die so auf Insta mega. Sich dann genau für so jemanden stark machen. In Deutschland, in den USA, wenn Dinge passieren, also Savas, du hast ja diese Berliner Demo, das war der 16. Oktober 2022 angesprochen. 80.000 Menschen rund um die Siegessäule. Und wir haben es immer wieder gehört von Leuten im Iran, dass viele sagen, das war für die unglaublich zu sehen, so eine Menge in Berlin versammelt sich. Das ist sogar für die als Bild dieser revolutionären Bewegung, ist so ein Bild, was vom Ausland darüber leuchtet. Das ist so fast Ping-Pong-artig. Also die sehen das und die kriegen natürlich dann auch Mut und Hoffnung, das Gefühl, nicht vergessen worden zu sein. Also das macht ja so ein bisschen auch deutlich, warum so internationale Solidaritätsaktionen wichtig sind, oder? Definitiv. Definitiv. Und ich habe bei der Demo einige Leute gesehen, die auch Musik machen, oder man hat dann später gesprochen und meinte, ey krass, ich wusste gar nicht, dass du da warst. Hm. Und das war heftig. Und ich war das letzte Mal auf Demos mit 14 oder so, ne? Wo wir einfach gegen die Bullen irgendwie oder irgendwelche Nazi-Aufmärsche stoppen wollten. Aber das hatte eine ganz andere Qualität. Also das war... Wir hatten direkt, meine Frau und ich, direkt Gänsehaut, als wir da hingekommen sind. Meine Frau hatte direkt Tränen in den Augen. Es war einfach krass so, ne? Und ja, es war was Besonderes und die Energie war Wahnsinn. Dass du siehst es und du siehst so eine riesen Menschenmenge und du hast das Gefühl so, okay, ey, ich krieg Hoffnung. Ich werde nicht vergessen. Das eine ist eben die Signale, die aus dem Ausland kommen, und das andere ist die Proteste oder diese revolutionäre Bewegung, die geht natürlich auch dann besonders weiter, wenn es neue kulturelle Aktionen im Iran nochmal gibt. Und gerade Musik hat ja wirklich, ihr habt es am Anfang über Bayreuth gesagt, immer wieder wirklich so eine Funktion, was wie so eine Art Benzin für den Motor. Wir wollen noch mal reinhören in einen aktuellen Popsong. Rusari to dar biar aftab dare ghorub mikone Rusari to dar biar atz to hava ro khub mikone Rusari to dar biar muhato baze baze baz ko. Also er sagt, zieh dein Kopftuch aus, zeig dein Haar. Und diesen Song hat Mehdi Yarrahi 3 Wochen vor dem Jahrestag rausgebracht, des Todes von Jina Mahsa Amini. Und direkt am selben Tag wurde er noch verhaftet. Mhm. Und es ist nicht das erste Mal, dass er für seine Musik ins Gefängnis muss. Und auch hier hat man fast das Gefühl, hat jemand ja bewusst eine Hymne zum Jahrestag geschrieben. Vielleicht auch mit dem Wissen, dass eben Musik mobilisieren kann. Wie seht ihr diesen Punkt? Wieder Menschen auf die Straße bringen könnte? Ja, so fühlt es sich auf jeden Fall an. Ne? Mhm. Und was ich daran beeindruckend finde, ist, das ist ja total, es klingt ja fast schon lustig. So. Es ist ja super locker leicht, so musikalisch. Aber... Das ist jetzt vielleicht etwas mehr auf Musik bezogen als auf alles andere, aber das sage ich auch immer den Leuten, wenn das, was du sagst, ernst gemeint ist und wenn dahinter was steckt, dann erreicht es die Menschen auch, ne? Weil wir sind ja auch oft in unserem Job irgendwie auf der Jagd nach dem nächsten Ding, was erfolgreich sein könnte oder so. Und dabei fragen wir uns dann, ja, wie haben die das denn damals gemacht, wie haben die das früher gemacht? Aber es ist einfach, wenn dahinter was steckt und wenn da was ist, wie, weißt du, die einen nennen es Seele, die anderen nennen es Message oder was auch immer, dann kann da auch was passieren, dann erreicht das die Leute anders. Mich hat das auf jeden Fall jetzt schon in der Kürze der Zeit, hat das mich schon erreicht. Hm. Wie siehst du das, Jasmin? Rusari to Darbia. Hat das auch Pop-Potenzial, nicht Potenzial wie Baroya? Du hast ja so analysiert am Anfang. Voll die Experten. Ja, genau. Nee, ist auf jeden Fall in den schlageresken Gefilden, in denen ich lange zu Hause war, auf jeden Fall fällt es da gut in die Richtung, ne? Hatte ich auch dieses Gefühl. Nee, ich find's so krass. Guck mal, der bringt einen Song raus und sagt, öffne dein Haar und so. Und dann sagt er an einer Stelle, glaube ich, auch so, dass sie in deinen Wellen ertrinken, in den Wellen deines Haares sozusagen ertrinken oder irgendwie so, ne? Und dann denkst du dir so, ihr habt den echt eingebuchtet. Ihr habt so einen Schiss vor so einem Track gehabt, dass ihr direkt reinmarschiert seid, den Typen genommen habt und
eingebuchtet habe, wie lächerlich verängstigt bist du. Du musst dir vorstellen, das ist sozusagen so eine Unterbindungsmaßnahme, so eine fast schon ja hysterische Form von wir müssen das sofort unterbinden und der muss sofort mundtot gemacht werden, wo du so sagst, so, Alter, da gibt's ja nicht mal die Souveränität von jemandem, der sicher in seinem Stuhl sitzt. Also irgendein Despot würde ja theoretisch sagen, so Gott, ey, dieser kleine Wicht, also so, die befeuern ja durch ihre Panikreaktionen eigentlich den Widerstand jedes Mal noch mehr, finde ich. Also ich fühle mich ja total eher getriggert, die zu triggern, als wenn sie den sozusagen einfach, dann wird der Song irgendwie veräppt dann irgendwann. Aber dadurch, dass sie ihn sozusagen aus dem Verkehr ziehen, bauen sie die ganze Zeit neue Widerstandskämpfer und Helden auf, die Bevölkerung sozusagen, ja, eigentlich, finde ich, eher motivieren. Also die zeigen eigentlich auch eine Form von Angst. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich immer wieder in der Geschichte zu sehen, dass so autokratische Systeme besonders Angst vor Kunst und Kultur haben. Weil es, ihr habt es ja schon beschrieben, diese Empathiemomente, dieses Zack, dass du plötzlich irgendwie was fühlst, das ist wirklich etwas, wovor man offensichtlich Angst hat, wenn man nicht so fest im Sattel sitzt, regierungstechnisch. Naja, wenn du vielleicht nur 15% der Bevölkerung hinter dir hast und regierst Millionen und du weißt einfach, 85 von denen wollen dir an den Kragen, 85% der Bevölkerung haben keinen Bock mehr auf dich, dann würde ich auch Angst kriegen. Zum Schluss stellen wir immer noch mal so die Frage, vielleicht Savas zuerst, was ist so das, was du machen würdest, wenn du die Möglichkeit hättest, in den Iran zu reisen? Jetzt habe ich gehört, das wäre nicht dein erstes Mal, du warst schon mal da. Ja. Aber wo würdest du hingehen? Was wäre so die Idee, was du gerne machen würdest dort? Das erste Mal war ich mit Freunden da und wir waren mit einem Kollegen, der da lebt, aber der absolut unpolitisch ist und der nicht besonders systemkritisch ist, sondern eher das Gegenteil. Und den kannte ich auch noch nicht so gut. Und wir haben nur eine Seite irgendwie vom Iran gesehen, hatte ich das Gefühl. Und mein Schwiegervater hat immer zu mir gesagt, du warst im Iran, aber du warst nicht mit mir im Iran. Und ich glaube, ich würde es mir einfach von meiner Familie zeigen lassen, ne? Und einfach dort sein, mit den Leuten Zeit verbringen, irgendwie alles in mich aufsaugen. Wir sitzen manchmal vor YouTube und gucken uns so, es gibt so Walkarounds, so Walkthroughs, wo sich jemand eine Kamera auf den Kopf bindet und dann einfach langläuft und gucken uns das an. Und da merke ich immer wieder, okay, das kenne ich ja gar nicht und bin so ultra verwundert, dass da einer, dass da einer langläuft und dass da einfach jede zweite, dritte Frau kein Kopftuch mehr trägt. Und dann sage ich dann zum Schwiegervater, was ist denn da los? Er sagt, ja, das ist jetzt ganz normal. So, die Mädels haben sich dafür entschieden, dass die das nicht mehr tragen. Und ich habe da jetzt natürlich auch durch die Bilder nur noch brennende Autos, Molotow-Cocktails und so weiter im Kopf. Aber das ist ja, es gibt da ja trotzdem auch ein normales Leben, Tag ein, Tag aus. Und das hat jetzt so Einzug ins Leben gefunden, ne? dass die für sich eine Entscheidung getroffen haben. Und ich würde den Iran einfach so in mich aufsaugen. Und wie ist es bei dir, Jasmin? Wenn du in den Iran, das wäre auch für dich nicht das erste Mal, du warst in der Jugend schon mal. Wie wäre es jetzt? Die Vorstellung, ich meine, jetzt einfach hinzureisen, nachdem du dich so öffentlich geäußert hast, ist erstmal schwierig. Ich wollte gerade fragen, ist es die Einreise nach der erfolgten Revolution und die Mullahs sind weg oder eine Einreise einfach so jetzt? Ich könnte jetzt einfach sicher in das Land reisen. Darfst du dir aussuchen, ich nehme mal an. Ja, okay, dann nehme ich die Revolution, danke. Ja, also nach Revolution würde ich wahrscheinlich, also muss ich einfach genauso sagen, wie es ist. Ich würde wahrscheinlich meine Sachen packen und da erstmal bleiben. Ich würde würde dann da versuchen, von dort aus gerne auch mit hin und her reisen und hier arbeiten und dann da halt auch auf jeden Fall meinen Beitrag dazu leisten, Dinge Wunden zu heilen. Auf irgendeine Weise würde ich da auf jeden Fall gerne auch mein Leben fristen, vielleicht meinen Lebensabend, warum nicht?
Am Kaspischen Meer lebt sich's, glaube ich, ganz cool. Ich danke euch für den Besuch bei dem Cosmo-Podcast Iran im Herzen. Schön, dass ihr da wart. Danke. Danke für die Einladung. War voll schön. Was geht ab? Mein Name ist Kusavasch. Abonniert den Kanal hier und da in der Infobox gibt's die weiteren Folgen.